Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Beat Challenge, eurer Gaming Show von Gamer für Gamer hier auf YouTube und mein Video, wenn wir dann das mal auf mein Video hochladen. Ja, jedenfalls, ich bin Lincoln the Gentle und ihr schaut Let's Create a Gamer's Apartment. Ich habe eben bereits, das habt ihr in der letzten Folge gesehen, das da wieder zum Laufen gebracht, das Licht wieder heile gemacht. Das hat mir nämlich den Dimmer geschrottet, weil ich ein bisschen blöd war, habt ihr ja gesehen. Gut, jetzt kommt meine Wohnstube dran. Ich habe übrigens, um es mal so ein bisschen zu zeigen, hier mal ein bisschen aufgeräumt. Das heißt, die Wohnstube ist jetzt hier schön frei und sauber, so dass ich in Ruhe schön alles zumachen kann. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Schaltkasten auch gleich zumache. Das werde ich, glaube ich, mal schauen, wie viel ich schaffe. Wenn ich das alles zukriege da, dann denke ich mal schon. Gut, dann viel Spaß. Ich packe die Kamera hier richtig hin und ihr könnt mir zugucken, wie ich das jetzt aufbaue.
left my heart outside to get an underbeat. Now cuts in my eyes and I don't want to learn all the things I said. Then you'll see the need, don't you want I need? Will you take me for the ride that I never feel? And I never see you for who I am. You was never left to me. Fertiggestellt. Fehlt natürlich jetzt noch der Kasten und die kleine Wand da unten unter dem Kasten. Mache ich aber erstmal noch nicht zu, weil ich nicht weiß, wie ich das mit dem Schreibtisch jetzt genau mache. Hatte da nämlich eine neue Idee, deswegen fehlt da jetzt bei dem Kasten auch nochmal so ein kleines Stück, was ich abgemacht habe, wieder. Ja, könnt ihr mal gucken. Das hält super, aber wir sind von dieser kleinen Ecke hier, die ein bisschen kaputt ist, muss halt zugespachtelt werden. Und dann sieht das auch einwandfrei aus. Hier kommt das Mischpult drauf. Hier so. Und ja, dann kommen da unten kommen Steckdosen rein für den Rechner, die man hier rüber steuern kann. Ja, das Lichtleuchtchen habe ich immer noch nicht hingekriegt irgendwie. Ich bin überlegen, ob ich über den Balken noch einen Gipspapier rüberknall, aber das ist, glaube ich, was für morgen, weil so langsam ist es echt spät. Ich kann nicht schlafen, aber man sieht. So weit zu, wie es zu sein ist. So langsam sieht das doch hier alles schon mal ganz gut aus. Ja, top. Morgen mache ich die Küche zu. Das ist auch nicht mehr viel. Dann mache ich das Ding hier fertig. Dann fange ich, glaube ich, schon mit dem Schreibtisch an. Mal gucken. Gut. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Oh.